Bereit für Weihnachten? Dann hol dir jetzt die vier neuen limitierten Weihnachtsdesigns von Totem aus All Over Print, saftige Lebkuchen, Timelone Glitzer Edition und Schneeball als Hochdruckdesign. Und 4D Feuerwerk-Programmkarten gibt's auch immer noch zu der großen Bestellung gratis dazu. Limitiert nur jetzt auf shop.chaoswitch.com. Oh nein! Steinbereich, Blaubereich, schwarzer Bereich. Und jetzt kommt weißer Bereich? Es ist kein Labyrinth. Doch du, mein Kind, aus dir wird Großartigkeit gezogen. Dein Licht naht. Nein, ich will das Licht nicht sehen. Es tut mir leid. Okay, auf geht's. Oh, was? Nein! Nein! Oh mein Gott! Warte, ich lebe? Nein! Nicht mich essen, bitte! Oh mein Gott! Wieso hab ich keinen Hunger? Warte mal, Leute! Du warst das Babymonster! Leute, das war das Liebe! Was mal... Was mich zu dem blauen Bereich geführt hat und zum Schlüssel, erinnert ihr euch? Was, hast du mich gerettet? Warte, wo bin ich? Leute, ich weiß nur, dass irgendein Monster, ich glaube, es war der Eisbär, mich runtergeschubst hat, bei diesem Silo oder was es war. Bei diesem, im Tunnelbereich. Ey, Leute. Hier? Was ist hier? Wo geht's hier hin? Da geht's raus? LOL! Warte mal! Warte, du hast mich wirklich gerettet, oder? Leute, ich glaube, das Babymonster ist das einzig Liebe! Hey, stopp! Komm zurück! Warte mal, ist das hier so eine Art Kanalisation? So eine Art... Warte mal, war Wasser unten bei diesem riesigen Loch, wo ich runtergefallen bin? Erinnert ihr euch? Weil ich habe nicht gesehen, was unten war. Ich glaube, ich bin bewusstlos geworden. Hallo? Hey! Hast du mich hier durchgezerrt? Lu, du kannst hier durch. Okay, kleines Monster. Hier. Nimm das und... Als Andenken... Nimm mein Manfred-Plüschtier, ja? Es steht für Freundschaft. Und für hoffentlich keine Krankheiten, Leute, ja? Wenn ihr Manfred-Plüschtier haben wollt, holt euch eures. Weil wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir Manfred irgendwie retten. Ich weiß nicht, wie... Okay, Monster, mach's gut und danke. Krass. Ich glaube, das hier führt zu diesem Tunnelbereich. Und hier bin ich aufgewacht. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen Damage genommen, weil ich meine, Leute, auf jeden Fall, ich weiß, auf 4 Herzen oder was? Ah, ich habe fast keinen Schnitzel mehr. Ich hoffe, ich habe noch welches zu Hause. Warte, wo führt das jetzt hier hin? Ich habe nur gesehen, irgendwie... Tageslicht? Oder den Nachthimmel? Leute, ich hoffe mal... Oh, oh. Komme ich überhaupt drauf? Ich hoffe mal, wir schaffen es jetzt hier raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein, es könnte knapp werden. Komm schon! Oh mein Gott. Warte mal! Es war der Brunnen! Und ich bin im Innenbereich, lol. Ich glaube, es wird gerade Tag. Warte mal, das heißt? Ich meine, ich kann unten nicht durch, weil da war ein Gitter, ja? Aber das heißt hier? Gibt es eine Verbindung zum Tunnelbereich? Habe ich das richtig verstanden? Leute, ich werde nie darauf kommen, dass man nicht hier runter kann. Oh, die Tür ist ja noch zu. Und Leute, da öffnen die sich. Ey, Leute. Hab ich ein Glück, Leute, dass ich das kleine Monster damals gut behandelt habe. Erinnert ihr euch? Das war das, was mich irgendwie in so eine kleine Ritze irgendwie reingebracht hat. In der Mauer.
was mich dann zum blauen Bereich geführt hat. Ich glaube, das Babymonster ist lieb. Ich weiß aber nicht, warum. Egal. Ey, aber Leute, letzte Folge war nicht mehr normal, ja? Das Monster im weißen Bereich, was hast du gesagt? Hast du irgendwas gesagt von Transzendenz? Mein Körper will es haben? Oder was? Und am Ende, du bist noch nicht bereit oder sowas. Oder? Ich weiß nicht mehr, Leute. Kein Spaß. Ich glaube, ich habe mal ein bisschen den Kopf am gehauen da bei dem unten. Egal. Leute, zurück zu Hause. Hab ich noch Essen? Das ist die Frage. Oh mein Gott, ich habe noch Essen. Nice. Leute, imagine, ich verhungere einfach in den Labyrinth. Das wäre absolutes Chaos. Okay, Leute. Was ist unsere Taktik? Was ist unser Ausbruchplan? Die Frage ist, die wechsle ich das hier? Warte mal. Ja, ich ziehe mal wieder bessere Rüstung an, so, damit wir wieder voll sind. Was ist unsere Taktik? Wie kommen wir raus? Oder was machen wir? Ich glaube, das Auge, das hat auf, keine Ahnung, Hochfachbegriff, wissenschaftlerartig geredet. Nicht mal wissenschaftlerartig. Ein paar haben gesagt, ein paar Begriffe, was das Alien benutzt hat, kommen im astronomischen Bereich vor. Also Weltraum. Ich bin so verwirrt, Leute. Ich meine, können wir... Aber Leute, wir haben immer einen Plan, ja? Wobei... Denkt ihr, es geht im weißen Bereich überhaupt weiter? Ich keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, Leute. Wir müssen irgendwas für Manfred tun, ja? Und ihr, Leute, müsst auch was tun. Ihr müsst euch nämlich alle von shop.kaufetipp.com ein Manfred-Plüsch holen, ja? Ich habe letztes Mal gesagt hier, wenn alle von euch ein Like lassen und mich unterstützen, kommt vielleicht ein Nachfolger von Labyrinth. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, Leute, ja? Es steht noch nicht fix fest. Deswegen, wenn ihr alle Nachfolger von Labyrinth haben wollt, lasst mir einen Daumen hoch da. Dann, Leute, abonniert mich, damit ihr, wenn es soweit ist, wenn vielleicht einer kommt, ihr den nicht verpasst, Leute. Unbedingt abonnieren. Wir haben 1,4 Millionen Abos geschafft, Leute. Ultra krass. Und, Leute, holt die ganzen saftigen Sachen. Die Fullbit hol ich, sind ausverkauft. Aber T-Shirts haben wir noch. Zumindest noch für kurze Zeit hier. Weihnachtsedition und alles. Auch noch wenige Wochen hier im Shop verfügbar. Deswegen schaut vorbei. Ohne eure Merch-Unterstützung wären Serien wie Labyrinth, Paradox und alles nicht möglich. Deswegen, Leute, danke an jeden von euch. Ihr seid die Besten. Okay, alles klar. Und aktiviert die Glocke, Leute. Hey, ich schicke Glocke in die Kommentare. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Weil, Leute, ich habe das Gefühl, wir stehen kurz vor dem Finale. Ja, weil, Leute, wir haben, ich glaube, der weiße Bereich war der letzte Bereich. Und das wollt ihr auf keinen Fall verpassen, Leute. Vielleicht schaffen wir es heute schon. Ich weiß nicht. Professor Koffer, genau. Der hat letztens gesagt, warte mal, hier so. Du, Koffer! Komm schon! Koffer? Ich drücke einfach weiter. Du? Ja, Professor Koffer. Ich muss mit dir reden, Professor Koffer. Es gibt den weißen Bereich. Und das Auge will irgendwas mit mir machen. Meine Arbeit ist vollendet. Ich bin zuversichtlich, die bewegliche Plattform kurz zu schließen. Warte, was? Wirklich? LOL! Mit der guten alten Taktik namens Schraubenschlüssel. Okay. Warte mal, was hast du hier alles, Professor Koffer? Woher hast du das alles her? Hast du... Übrigens muss ich meine Forschungen aus vergangenem Tage korrigieren. Ja? Was für Forschungen? Das Labyrinth breitet sich zwar unendlich aus, je weiter man sich in der Richtung des Randes bewegt. Ja, das hat uns ja gesagt, Leute. Ich glaube, letzte Folge sogar. Allerdings sind diese Bereiche unbevölkert. Ohne Anomalien. Warte, was? Das heißt, das Labyrinth ist unendlich... Aber nur hier, in der Nähe von meinem Innenbereich, sind Monster. Ich glaube, die Monster haben ja keinen Grund, weiter rauszugehen, weil es noch keiner so weit raus geschafft hat. Und wahrscheinlich, wenn Nina es bis zum zweiten Außenbereich, zur zweiten Kolonie geschafft hat, ebenso wie dieser andere komische, infizierte Typ, sind dort auch Monster. Der Bereich, in dem du warst, der zweite Innenbereich, ist die Brutstelle neuer Anomalien. Ach, das ist so deren Nest, oder was? Die Ausbreitung hat noch nicht sehr viel vom restlichen Labyrinth eingenommen. Okay, das ist interessant. Das heißt, wenn ich weiterlaufe, sollte ich keine Monster mehr treffen. Aber es bringt mir nichts, weil es gibt ja keinen Ausgang. Bis auf Bereiche um unseren Innenbereich. Du, Koffer! Ja, Professor Koffer, du bist selber ein Koffer, Professor. Irgendwann reiß ich den Koffer einfach auf und schluck dich damit auf deinen Kofferkopf. Okay, ist ein bisschen zu brutal, sorry. Sorry, Professor Koffer. Manchmal bringst du mich auf die Palme. Unser Ziel ist es nun, dieses Labor zu betreten. Der Ursprung des Polyvinylacetats. Ja, wir wissen, du bist Chemiker. Du musst dich doch mehr flexen. Aber ich glaube, er hat nämlich herausgefunden, dass diese Wache
in irgendeine chemische Substanz reingetreten ist. Und deswegen muss dort unten Labor sein. Und dort eine Antwort und einen Ausgang aus diesem qualvollen Albtraum voller Wände zu finden. Ja, Leute, so kann man es auch beschreiben. Ein Albtraum voller Wände. Komm mit. Ich meine, Leute, zum Glück habe ich keine, wie nennt man das? Platzangst? Oder Klaustrophobie? Ich meine, das ist alles relativ groß, aber... Bist du übrigens bewaffnet? Hast du Kampfausrüstung? Ja, klar, Professor Koffer, ja, Rocket Launcher ohne Munition. Richtig geil, oder? Das Labor wird voll mit Wachen sein. Mein Hitzekonzentratsensor zeigt hohe Energiewerte an. Oh, und das heißt, es sollten Menschen unten sein? Ich meine, das kann man nicht wirklich werten, oder? Weil es geht ja durch den Boden, wenn dann. Welche allerdings auch von möglichen chemischen Maschinen kommen könnten. Okay. Also ich glaube nicht, dass Menschen oder Wachen so hohe Werte abgeben. Oder das Auge ist dort unten. Okay, Leute, jetzt geht heute um die Wurst. Professor Koffer, finden wir heute ein für alle Mal den Ausgang, wie wir reingekommen sind? Und die Wahrheit über alles? Weil, Leute, was machen die im Labor und warum gibt es ein Labor? Und da ich alle Forschungen gemacht habe, während du täglich dumm im Kreis gelaufen bist, gehst du vor. Hey, wie dumm im Kreis gelaufen, Professor Koffer? Ich hab's weiter ins Labyrinth reingeschafft, in neue Bereiche als du. Du Koffer! Ja, wer von uns beiden ist der Koffer, ja? Wer trägt den Koffer jeden Tag mit sich rum? Ha, nicht ich, oder? Ja? Ich werde hier nicht sterben. Das möchte ich garantiert haben. Deshalb gehst du vor, junger Koffer. Okay, alles klar. Leute! Alles klar. Professor Koffer, du bist der Wissenschaftler. Du bist das Hirn von uns beiden. Bist du bereit? Dann leite ich den technischen Kurzschluss ein. Okay. Und wie genau soll es funktionieren, Professor Koffer? Weißt du, ob du das einen Stromanschluss hat hier? Oder was machst du? Du, der schaut für mich aus wie ein Stein. Ich glaube nicht, dass da Kabel sind. Ich meine, Leute, er hat sich mehrere Tage damit beschäftigt und ich bin ja angeblich nur dumm im Kreis gelaufen. Also er scheint ja schon sich auszukennen. Professor Koffer? Warte mal. Merkt ihr das? Warte mal. Guck mal, seht ihr das? Ich glaube, es wackelt. Ganz leicht. Professor Koffer? Klappt's? Läuft's gut? Es schaut nicht gut aus. Professor Koffer, es schaut aus, ob der Plan nicht klappt. Sollten wir lieber nicht weg, bevor Wachen kommen? Ja, okay. Ich lasse dir schon deine Zeit, okay? Oder vielleicht wäre es besser, wenn wir in die Mitte gehen, Leute. Vielleicht ist es ein, Professor Koffer. Vielleicht geht es einfacher mit dem mittleren Aufzug. Weil der wird täglich benutzt. Es kann sein, dass der hier nicht immer in Betrieb ist und deswegen nicht klappt, oder? Ich meine, guck mal, aber nutzt ihr das gerade? Warte mal, es wackelt! Guck mal, mein Bild wackelt! Perfekt! Die Wurzeldividenzgleichung wurde auf gleichen Nenner gebracht! Du Koffer! Ja, Professor, ey, was heißt denn das jetzt hier? Hey, Professor Koffer, ist da ein Mathe-Heft drin? Gibst du gerade? Oh mein Gott! Komm runter, schnell! Oh mein Gott, du hast es halt wirklich geschafft! Bleib hutsam, wir dürfen nicht auffallen! Es ist halt wirklich ein Aufzug gewesen. Oh, warte mal, stopp. Ich habe irgendwas gerade gesehen. Oh, hier ist eine Wache, pass auf. Versteck dich, versteck dich. Tu einfach so, als ob du eine Pflanze bist, okay? Oh mein Gott, wo sind wir hier? Stopp! Versteck dich, versteck dich! Komm zurück! Hier, schnell, schnell! Sei die Pflanze! Egal, sei einfach die Pflanze! Oh mein Gott! Alle Leute, die Wachen haben alle Waffen hier, ich muss aufpassen! Ist er weg, Koffer? Oh, nein! Das war seine Waffe! Oh. Professor Koffer, du hast Glück, dass dein Hemd die gleiche Farbe hat wie die Wand! Und dein Koffer dieselbe Farbe wie das. Jetzt räuch ich ein bisschen hinterher. Oh mein Gott, Professor Koffer. Da fühlst du dich doch gerade wie zu Hause, oder? Nein, stopp!
Oh mein Gott, war das knapp! Ich glaube, ich check das nicht. Lauf, 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 muss Kopf rein hier, rein hier, rein hier. Alter, wie knapp war das jetzt bitte? Das schaut sehr nach atomaren Sachen aus. Warte, wo ist die Wache? Vor allem, Leute, ich habe so viele Fragen. Wenn das Auge das Labyrinth kontrolliert, wer sind die Wachen? Okay, komm, 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 komm. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Guck mal, das scheint doch schon älter zu sein, das Labyrinth. Okay, aber vielleicht kann man nicht irgendwas, warte mal. Und die Wand ist auch kaputt. Schnell, 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 nächster Raum, nächster Raum. Go, 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 go. Psst. Was ist denn? Psst, du Koffer. Ja. Leute, ist das so? Das wirken wie Experimente. An lebendigen Menschen. Ich glaube, die testen ihre Monster. Oder die testen quasi die Substanz da, damit die zu Monster werden. Oder zumindest waren das mal Menschen. Leute, was zum... Ich glaube, er lebt noch. Ich nehme das Messer mit. Vorsicht. Schnell, komm zurück! Was zum... Warte mal, das ist doch der Typ aus der zweiten Kolonie, oder? Warte, haben die den geklont? Die testen anscheinend, um Leute zu klonen. Ultra komisch. Bist du Koffer? Achtung, die Wache. Oh mein Gott, es geht tiefer runter. Leute, gibt es hier auch wieder Ebenen wie Paradox? Stopp! Lauf! Ich bin aber nur ein T-Shirt, was hier rumliegt. Nichts zu sehen. Er ist weg. Professor Koffer, du bist aber auf die Wand. Okay, komm mit. Komm schon. Nice! Wir haben ihn! Oh ne, ist noch bewusstlos. Schnell! Rein hier, rein hier, rein hier, rein hier! Hier haben die Leute hingebracht! Das sind die von oben! Ich glaube, das sind... Ich glaube, die haben hier experimentiert! Steht hier was? Nee. Ganz ruhig, Professor Koffer. Ich glaube, das sind so Büroräume, so Forschungs. Das scheint die Zentrale zu sein. Denkst du? Stopp, hier ist die Wache. Pass auf. Nee, hier ist nichts. Hier ist ein Kühlschrank. Ich durchsuche mal die Dokumente und alle Ordner und Festplatten. Stimmt, mach das. Oh mein Gott. Stimmt, schau mal hier, vielleicht findest du irgendwo eine Antwort, um Informationen über den Ausgang und den Ursprung und alle Details über das Labyrinth herauszufinden. Hier, mach das. Ist nichts drin. Ebenso wie wer oder was dahinter steckt. Es gibt so ein Auge. Professor Koffer? Einfach verstecken, wenn er kommt. Schau du dich woanders um. Zu zweit sind wir schneller. Stimmt. Warte! Was denn? Eine Sache noch! Was denn? Du Koffer! Okay, alles klar, Professor Koffer. Genau, versteck dich.
Stimmt, Professor Koffer! Du wirkst eh wie irgendjemand, der hier arbeiten könnte. Vielleicht denken die sogar, du bist ein Professor. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ganz ruhig. Oh mein Gott, ist das knapp hier! Im Gebüsch! Boom! Oh mein Gott! Get down! Oh, okay, nice. Lauf, 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 lauf! Ich glaube, die Wachen. Was ist das? Immunizer? Ein spezieller Trank, der dich immunisiert gegen Gift, Hunger, Schwäche, Verwirrung und Paralyse. Kann einen infizierten Spieler heilen und tödliche Krankheiten nur eine Nutzung. Leute, das ist für Manfred. Wir können Manfred heilen. Oh mein Gott, wir müssen jetzt raus. Vielleicht finden wir noch mehr. Es sind nur Gefängnisräume. Warte, warte, komm mal so. No way, dass ich jetzt auffalle, oder? Oh mein Gott. Komm her! Boom! Okay, dann schauen, ist hier irgendwas? Hier sind leere Gefängnisräume. Ne, ich glaube, so ein Forschungslager. Schnell, 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 er ist nicht immer. Ganz ruhig. Okay. Oh Leute, es geht weiter runter. Ich will wissen, was sich hier verbirgt in dem Labyrinth. Komm her! Leute, die... Mist! Leute, ich kann dir... Ich glaube, die haben gelernt. Ist noch mehr was hier? Nix. Denn ich glaube, ich kann nicht für immer. Warte mal, das ist der Hauptaufzug hier. Seht ihr das? Oh mein Gott. Ganz ruhig. Leute, hier sind die Kisten. Steinkugeln. Moospalm. Schneeball brauchen wir nicht. Winterreifen. Leute, ich glaube, das sind die Kisten, die wir kriegen immer. In der Mitte. Das ist hier, geht's rauf in, zum Hauptaufzug. Ich bin nur eine rote Mütze. Er ist hier. Ich glaube, es sieht nicht bis nach oben, nice. Geschenk? Leute, ist noch ein Geschenk! Plus 13 Euro mehr wert. Shop.kaufwitzig.com. Leute! Komm, was krieg ich? Lauf, 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 raus! Ich glaube, es war eine Falle! Ich glaube, es war eines dieser Monster! Boot grün! Banjo! Leute, gut, dass ich die nächste Box nicht geöffnet habe! Und jetzt nicht oben bin! Ist nichts Gutes drin. Das ist sehr gut. Nice. Nice, wir werden eliminiert. Super. Nice, wir haben eine Waffe. Sehr gut, Leute. Und wir haben Boot grün. Oh nein.
nein, lauf! Warte, was ist hier? Oh, ich habe kein Munition mehr. Gut gemacht, Flo. Er kommt nicht durch. Leute! Was ist das hier für ein Raum? Und was ist das am Boden? Das sieht sehr kompliziert aus. Oh! Dein Hirn schwebt in Neugier, mein Kind. Okay. Auge, ich kann's erklären. Oh nein, Leute, ich glaube, ich umgeschossen hat das Auge das gehört. Zu viel Neugier. Auge. Warte, nein. Er hat mich eingesperrt. Dein exzentrisches Schicksal wagt die Realität zu hinterfragen. Was ist das hier alles? Zu Recht. Okay, Auge. Ja? Wenn du mich nicht Manfred heilen lässt, dann machen wir es die harte Tour. Dein Körper sehnt sich dem Licht und das Licht nach dir. Ich habe ein Messer. Komm nicht zu nahe. Er nimmt kein Damage. Die heliozentrische Zukunft durchquert die Sintflut deiner selbst. Bitte, was? Ich bin... irgendwas? Letzter Gesandter meiner Spezies? Warte mal, du bist ein Alien? Meine Heimat ging unter. Durch die solare Supereruption meiner Sonne. Warte mal, man sagt irgendwie, dass die Sonne irgendwo zu einem roten Riesen wird, oder? Ist es bei dem in der Galaxie passiert? Wurde mein Planet den exothermalen Quasarstrahlen ausgesetzt und ausgelöscht. Was? Das ist ein Heimatplanet, wurde zerstört? Die Singularität nahm ihren Lauf. Das Licht war das Ende. Das Licht? Ich rede deswegen die ganze Zeit von Licht? Doch ein Ende ist der Beginn von großartiger Vollständigkeit. Leute, ich habe keine Ahnung, was der meint. Eine Rettungskapsel wurde nach Evakuierung aller auf diesen Planeten gesandt. Eine Rettungskapsel mit was? Mit anderen? Doch dies schlug fehl. Was? Was mit den anderen Augen passiert? Ein quantummechanisches Zeitfeld navigierte meine Spezies in den sicheren Tod. In endloser Dissonanz des Vakuums. Vakuums? Weltraum? Leute! Der Meteor, den wir in Paradox umgelenkt haben, war dem seiner Rettungskapsel mit allen Monstern. Doch ich war das Schlusslicht. Der letzte Gesandte nach Evakuierung der Rettungskapsel. Leute, alle Monster aus Ritual, Yeti, Vampir und Paradox waren von dieser Rettungskapsel, dem Meteor. Und fand das utopische Paradies, das ihr Erde nennt. Und nach dem Paradox am Ende haben wir mit SBO 2000, der Zeitmaschine, gemacht, dass die ganze Erde, der ganze Planet, für 10 Minuten genau den Punkt, wo der Meteor einschlagen wird, aufhört zu existieren. Meine Spezies hätte es hier geliebt. Das Licht wird kommen. Dein Körper sehnt sich. Und Leute, deswegen ist der Meteor jetzt mit allen Monstern, auch mit den ganzen Subjekten aus Paradox, ins ewige Nichts. Das war seine Heimat. Das war seine Spezies. Du bist bereit. Nein, ich bin nicht bereit. Hau ab. Was? Nein, Charging? Warte, was willst du hier aufladen mit mir? Deine Transzendenz neigt sich der parallaxischen Dreifaltigkeit. Was? Mein Labyrinth erblüht, meine Söhne und Töchter der Zukunft. Was labert der? Also er ist der letzte Überlebende der Monster vom Meteor? Um meine Spezies auferstehen zu lassen, fehlte mir die perfekte Desoxyribonukleinsäure. Auch bekannt als DNA.
denn Darwin'sche Evolutionstheorie erläutert die Weiterentwicklung einer Rasse nach sicherem Aussterben. Leute, all seine Spezies ist wegen dem, was im Paradox passiert ist, ausgestorben, weil der Meteor nie die Erde getroffen hat. Und er war das Schlusslicht, er kam nach dem Meteor allein. Die neue Ära wird ein Schritt in die Zukunft, basierend auf deinem Verstand, den stärksten im Labyrinth, der einzige, der die Prüfung bestand. Leute, er will mich als Basis für neue Monster nehmen, für seine Spezies. Du bist entzückend, mein Kind, weil ich der bin, der es am weitesten geschafft hat im Labyrinth und somit die stärkste Seele hab. Nein, das kannst du nicht machen! Meine fehlgeschlagenen Geburten absorbierten Angst, Panik und den Verstand der menschlichen Subjekte. Und Leute, die ganzen Monster im Labyrinth waren fehlgeschlagene Geburten von Menschen, die nicht stark genug waren und nicht so gut wie ich. Doch kein Subjekt hatte einen reinen Nukleinabsorptionswert. Ich habe kein Wissen, aber was zu dem dissonanten Endergebnis ihres Erscheinungsbildes führte. Ich glaube, damit meinte, dass die Monster so komisch ausschauen, weil die Basis nicht stark genug war. Da stand ja nicht mal in dem Buch, Leute. Erinnert ihr euch? Dass das größte Monster ist von dem Besten bis jetzt. Doch du, ich, wirst meine neue Heimat aufblühen lassen. Nein, werde ich nicht. Ich werde ausbrechen. Lass mich jetzt sofort raus. Die Konvertierung abschließen und den Experimenten den Abschluss gewähren. Komm schon, Boot Grün vielleicht? Nein! Was? Die Konvertierung abschließen und den Experimenten den Abschluss gewähren? Kein Verstand vor dir konnte die Transzendenz zur Erleuchtung meiner Nachfahren standhalten. Mein Volk wird auferstehen. Das heißt, sobald er mich als Basis nimmt, sind es keine Monster mehr, sondern richtige Wesen, so wie er? So Augenwesen? Oder so Wesen wie SBJ-096 oder keine Ahnung. Oder der Yeti. Meine Diener leisteten solide Dienstleistungen. Leute, es hängt alles zusammen! Sie brachten mir hilflose Ungeziefer dieser Welt, die niemand vermissen würde. Was er meint damit, dass die ganzen Wachen ihm irgendwelche armen Leute gebracht haben, die er hier in seinem Labyrinth, was er erschaffen hat, testen kann, um zu sehen, wer der Beste ist. Und ernährten den resonanten Kern als Basis meiner fehlgeschlagenen Kinder. Das heißt, alle, die schlecht waren im Labyrinth, wurden gefressen und zu Monstern, um die, die gut sind, noch mehr zu testen. Leute, checkt ihr's? Und bracht mir Subjekte für den Tag der Auferstehung. Okay, Leute, das ist mir zu krass. Ich gebe dir einen Pufferfisch, wenn du mich jetzt rauslässt. Doch davor muss ihre Intelligenz heranwachsen, gezüchtet und geprüft werden. Leute, was? Was mich zu dir führte. Hi, ich bin Flo. Du wirst Trillionen an Leben erschaffen. Du wirst der Urvater ihrer Zivilisation. Aber Leute, dann will ich sterben. Der Abschluss aller unvollständigen Unreinheiten in meinem Labyrinth. Das heißt, wenn er mich als Basis nimmt, sterben alle anderen. Dann stirbt Professor Koffer, Manfred stirbt. Und alle anderen, die noch im Labyrinth sind. Und alle anderen Menschen auf dem ganzen Planeten. Doch die atomare Transzendenz erfordert den Preis deines Lebens. Und ich werde sterben. Und es wird das Ende der Saga. Nein! Und das Ende von Labyrinth, da gibt es keinen Nachfolger. Lebe wohl, mein Kind. Unsere Gesichter werden uns sehr bald vereinen. Nein, lass mich raus. Erblicke das Licht. Und tranquilisiere über den Schatten der Realität. Leute, der Typ ist krank. Und irgendwas auf Augensprache. Lass mich jetzt raus, sofort. Nein. Bleib hier, nicht weggehen. Leute, was? Hört ihr das? Nein, es beginnt! Was? Bereit für Weihnachten? Dann hol dir jetzt die vier neuen limitierten Weihnachtsdesigns von Totem aus All Over Print, saftige Lebkuchen, Timelone Glitzer Edition und Schneeball als Hochdruckdesign. Und 4D Feuerwerk-Autogrammkarten gibt's auch immer noch zu der großen Bestellung gratis dazu. Limitiert nur jetzt auf shop.chaoswitzi.com.